Servus, Freunde des Angelsports. Der Marc von MicBites hier. Ja, heute ist es endlich soweit. Der Tag, auf den ich lange hingefiebert habe. Denn ich bin heute bei meinem Kumpel Freddy vom Raubfischzentrum. Und ihr ahnt es schon, das neue Boot ist fertig. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Da steht das Schmuckstück. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Alumacraft Voyager 175 Shadow Series. Eine Powermaschine. Genial. Die zeige ich euch jetzt mal. Ja, so sieht das Schiffchen von außen aus. Ein Schmuckstück in Schwarz. Schwarz-matt, um genau zu sein, mit Akzenten. Hier hinten drauf seht ihr den Antrieb. Das ist ein Mercury Pro XS 115 PS. Und rechts und links könnt ihr sehen, noch zwei Talons von Minn Kota. Das sind die Flachwasseranker. Hier ist dann der Steuerstand, da werde ich dann zukünftig sitzen. Und vorne drauf gibt es auch noch ein bisschen Technik. Da haben wir von Minn Kota ein Terowa, ein iPilot Link und hier vorne drauf noch den 360 Grad Geber von Hummingbird. Damit man es auch erkennt, steht es hier auch drauf. So. Ja, und so sieht das Schmuckstück von innen aus. Wir haben hier vier Sitze, vier Airride-Sitze und dann zusätzlich hinten nochmal eine Bank, wo auch noch zwei Sitze drunter versteckt sind. Und klar, das kommt alles vom Raubfischzentrum. So, natürlich haben wir jede Menge Staufächer an Bord, die zeige ich euch gleich. Erstmal gucken wir kurz ins Cockpit. Ja, wir haben hier vorne die Instrumenten für Motor, Geschwindigkeit, Sprit. Wir haben hier ein Kontrollpanel, wir haben Musik an Bord. Wir haben natürlich auch ein Hummingbird Helix 10 G3 obendrauf, damit der Fahrer dann sieht, was Sache ist. Gashebel auf der rechten. Ja, hier für den Beifahrer auch nochmal ein schönes Fach, dass er auch sein Zeug trocken verstauen kann. Perfekt. Ja, dann gucken wir noch kurz in die Spitze. Denn da seht ihr schon, ich habe gerade schon gesagt, der 360-Grad-Geber ist angeschlossen. Den müssen wir natürlich auch auf einem Gerät wiedergeben. Und dafür habe ich hier vorne ein Solix 10 verbaut, auch von Hummingbird. Die sind gekoppelt. Das Ganze hängt im Netzwerk und soll dann auch miteinander sprechen, sodass man auf jedem Bildschirm die gleiche Geberansicht hat. Den Minn Kota hatte ich euch gerade schon gezeigt. Der ist vorne drauf, dass wir dann auch entsprechend driften können und nicht nur Vollgas fahren können, wobei Vollgas natürlich viel schöner ist. Gut. Ja, dann hat das Boot natürlich sehr, sehr viel Platz. Ich fange einfach mal hier auf der Seite an. Hier ist ein Staufach für Routen, die wir da unterbringen können. Und hier hinten geht es dann weiter. Wenn man die Bank zurückklappt, haben wir hier die Startertechnik verbaut für den Außenborder und für die Talons. Die sind zusammen geschaltet, können da unten über einen Hauptschalter bedient werden. Und auf der anderen Seite haben wir, wie das für die amerikanischen Boote so üblich ist, ein großes Live-Welt, um da, ja, Fische gegebenenfalls hältern zu können, was wir aber eher selten machen. So, die Bank wieder zurück. Natürlich ganz wichtig,
Getränkehalter. Die dürfen nicht fehlen. Auf der anderen Seite auch ein großes Fach. Da liegt jetzt in dem Fall erstmal nur der Feuerlöscher drin. Der muss natürlich auch mit. Kann man auch noch Ruten oder Tackle verstauen. In der Mitte des Bootes ist noch ein Zusatzfach für die Sachen, die man einfach mal schnell im Griff haben muss. Ja, ist auch noch so eine kleine Luke, also Platz ohne Ende. Ja, und dann hier vorne geht es weiter. Ja, da geht dann das Heiligtum auf. Da kommen die ganzen Routen rein. Platz für 8 Routen. Auf der Seite nochmal Platz für 6 Routen. Da können wir schon ein bisschen was mitnehmen. Da unten sieht man auch, da ist noch die Ladetechnik verbaut. Die stört da aber nicht weiter. Und da wir ja nicht nur Routen mitnehmen, sondern auch jede Menge Tackle, haben wir hier vorne nochmal Staufächer, rechts, links, wo jede Menge Tackle untergebracht werden kann. Dann können wir hier auch noch reingucken. Da ist jetzt durch der Bildschirm im Weg. Genau, auch nochmal massenhaft Platz. Ja, ich denke, auf dem Boot werden wir einiges verstauen können, werden wir einiges unterkriegen. Platz satt. Die Gesamtbootslänge ist 5,40 Meter auf 2,20 Meter. Und ich denke, das Boot wird sich auch ganz vernünftig durch die Wellen schneiden, dank dem großen Außenbohr da hinten drauf. Ja, was kann ich euch sonst noch sagen? Ich bin absolut begeistert, absolut happy, dass das jetzt auch so reibungslos geklappt hat. Von daher auch jedenfalls besten Dank ans Raubfischzentrum. Die Jungs haben mal wieder einen Top-Job gemacht. Also ich kann euch das nur ans Herzen legen. Wenn ihr Boote sucht, Alumakraftboote, guckt bei den Jungs vorbei. Die wissen, was sie tun. Die haben alles Mögliche im Petto, vom Kleinen bis zum ganz Großen. Und ich denke, ich muss jetzt mit dem Ding erstmal aufs Wasser. Und das werdet ihr natürlich im nächsten Video dann sehen. Also, haut rein, bis dann, ciao!